Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen von Everest Harbor aus mit Franzeline und dem Headless Chris. Ja, moin. So, und Franzeline, grüß dich, meine Liebe, gehört überhaupt nicht zu uns. Das ist nämlich ein NPC. So, wir wollen heute mal eine HLC-Mission machen. Und zwar eine Hauling-Mission mit der HLC. So, und wollen mal probieren, A, funktioniert die HLC überhaupt? Und B, wie funktionieren die Hauling-Missionen mit der HLC? Wir haben eine grobe Vorstellung, aber Vorstellung ist ja immer so eine Sache. Ne, Chris? Ja, wir versuchen es einfach mal. Deswegen würde ich sagen, Helm auf. So, Kiste auf. Zack. Lustig, wenn ich jetzt die Kiste auf dem Kopf hätte, ne? So, und dann rufen wir mal die HLC. Erste Hürde ist natürlich Dockingport. Funktioniert der Dockingport? So, wir sind immer noch im ersten PTU für die offene, also für All Backers. Ja, das ist der Build praktisch. Und mittlerweile gibt es andere Builds, ne? Gar keine Frage. Aber ihr wolltet ja immer mal wissen, wo wir uns befinden, damit ihr auch die Probleme nachvollziehen könnt, weil ein paar Builds später gibt es vielleicht andere oder auch gar keine mehr. Ne? Man weiß es nicht so genau. Deswegen ist diese Information immer ganz gut. So, HLC. Request Delivery. So, Everest Harbor, da ist es schon mal angekommen. Dann müssen wir wieder rein. So, übrigens immer noch Filter, ne? Filter braucht das Verse. So, zeige mir einfach nur Haken hier oben, zeige mir einfach nur die Schiffe, die hier sind. So, das wäre mal geil. Vehicle selected. Stand by. So, es dürfte ja eigentlich nicht so ein großes Problem sein mit Building Blocks, ne? Nee, eigentlich nicht. Oh, wir sind im Hangar. Na, das ist aber schon mal wieder was anderes, ne? Das finde ich gut. Ja, ist aber auch nur gut, wenn das Ding eingeklappt ist. Sonst hast du ein Problem. Ja. Aber ist es ja hoffentlich. Hast du auch falsch gerufen? Ja. Mal gucken, zu wen er kommt. Ich habe das Gefühl, dass er bei mir zuerst da ist. Er. Okay. Und weg. Toll. Nein, ich warte. So, na denn. Bist du drin? Bei mir bist du übrigens nicht angezeigt, aber ist auch nicht schlecht. Ja, vielleicht bist du in einem anderen Hangar, kann das sein? Nein. Ach, bist du schon in deinem Hangar? Nö. Ich bin am Fahrstuhl. Aber ich habe auch hier meinen Hangar nicht. Aber muss ich wahrscheinlich wieder in den Fahrstuhl gehen, den ich mal... Ich habe aber deinen Hangar. Du hast meinen Hangar? Wo bist du drin? Du bist jetzt in dem Fahrstuhl. Hä, da bin ich doch auch reingegangen. Schnall das nicht. Warte. Komm mal her, ich mach auf hier. Hä? Ach, jetzt bist du auch da. Also, sag mal. Hier, komm her. Verarschen oder was? Ich verarsche. So, jetzt bist du da. Okay, ich drück mal auf. Das wird mit Sicherheit ein... Oh ja, jetzt sehe ich auch meinen Hangar. Es ist ja alles merkwürdig. So, wo müssen wir denn hin? Da sind zwei Hangar von mir, ne? Ja, ein Large. Ich gehe mal davon aus, die HLC ist Large. Der ist im Large, ja. Ja. So, Gefühl. So. Und eingeklappt. Ja. Ein Glück. Ja, geil. So. Und das Ding ist ja large, sondern nicht mal die extra large. Ja, das stimmt. Hier passt auch eine Hall E rein wahrscheinlich, ne? Oh, aber das wird schon grenzwertig. Obwohl, in einem zusammengeklappten Zustand sollte passen. Ja, zusammengeklappten Zustand dürfte klappen. Aber jetzt meine Frage, wie kriegen wir denn jetzt eine Hauling-Mission dahin mit der? Das ist genau das, was wir jetzt rausfinden. Also ich denke mir, wir nehmen erstmal eine an. Jo. So, wie viel SCU kriegen wir denn da rein? Weißt du das gerade auswendig? Aus was denn? Also gut, okay, wir müssen wir kriegen die HLC voll. Ja. An die HLC? Ja. 4608, glaube ich. Genau, aber wir kriegen die nicht voll. Ich glaube, so weit sind wir noch. Ich habe 40 Aufträge, das haben sie übrigens jetzt erhöht. Wir nehmen mal 104. Was? 104? Hm. 104, okay, hier? Willst du mal gucken, ob du irgendwas Größeres findest? Also ich hätte jetzt 10 SCU zum Beispiel. So, wichtig wäre nur, dass wir von einem Ort zum anderen. Oh, hier! Collect Quartz Raw vom Everest Harbor, deliver 103 SCU. Ah, denn Action. Das ist doch. Aber warte mal. Ich hab hier auch was. Deliver vom Bajini Point 42 SCU und dann nochmal von der Seraphim Station. Ach nee. Ja, du musst aber darauf achten, dass du irgendwo hinlieferst, wo du auch andocken kannst, ne? Ja, hab ich ja. Okay, hier oben von lass uns lieber die nehmen, weil das ist schon von hier. Alles klar, na denn. So, es geht ja um den Test. 14.000, das ist echt wenig, finde ich. Wir müssen übrigens den Solar, Direct Solar Cargo holen, nehmen, ne? Direct Solar Medium, ja.
Genau, sowas müssen wir nehmen. Weil Direct Solar ist immer von einer Raumstation zu einer Raumstation. Planetary ist natürlich nach unten. Ja? Das ist natürlich eine gute Info. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Stimmt. Ja, musst du mal gucken. Das Planetary ja. Extra, Direct Solar. Ah ja, Direct Solar heißt praktisch einfach oben bleiben. Also genau, nicht auf oben bleiben. Planeten runter. Genau, ja, so geil. Sieht's aus. Cool, ja, das ist auch schon mal eine gute Unterteilung. Ne, aber auch hier, ja. Finde ich, müssen noch Filter rein, auf jeden Fall. Finde ich auch. Ne, auch sowas wie, zeig mir aufsteigend wenig bis viel, zum Beispiel. Ne? Ja, aber das ist spannend. Direct Solar, siehst du? Ich habe noch gar nicht drauf geachtet. Ja, hier zum Beispiel habe ich auch 102 SCU. Einmal vom QL1 bis Port Tressler. 102. Und zwar Titanium, ja, genau. Gut, dann müssen wir jetzt theoretisch, ja, weil wir von hier können wir nichts machen. Wir müssen jetzt eine. Ja, was müssen wir denn jetzt? Ja, müssen wir jetzt in Dockingport fliegen erstmal? Oder müssen wir erstmal jetzt in das Admin Office und sagen, so, bitte einmal an die HLC liefern? Wahrscheinlich das, ne? Das müssen wir machen. Lass uns doch mal das probieren. Du hast es ja angenommen, ne? Ja. Dann gib mir mal eine Schere. Ich möchte einfach. Ja, ja, du hast recht. Ja, Moment. Mal gucken können. Ich liebe die Hall, ne? Ich finde die auch super geil. So, Schere ist raus. Ja, so, das ist das, was ich euch in der letzten Episode gesagt habe hier. Wenn ihr irgendwie was verliert, ja, 3 SCU und ihr habt nur noch 100, ja, dann ist natürlich nicht der ganze Auftrag futsch. Dann könnt ihr trotzdem sagen, Submit, abgegeben, wenn ihr 100 abgegeben und bekommt dann letztendlich, ich denke mal, im Endeffekt den Anteil und ein bisschen weniger Reputation. So, ne? Wenn ihr natürlich nur 2 SCUs abgibt von 103, kann es sogar sein, dass ihr vielleicht auch negativ Reputation bekommt. Weiß ich aber nicht. Aber das ist zumindest noch eine Möglichkeit, den Auftrag abzuschließen, ne? Mit diesem Submit-Button hier. Ja. So. Wollen wir. Ja, theoretisch brauchen wir ja gar nicht einen Dockingport, ne? Weil wir müssen ja eigentlich dann nur in die Ladezone fliegen, theoretisch. Richtig. Ja, dann lass uns mal in die. So, weil hier macht es keinen Sinn. Ne, hier die Fracht holen, ja. Kriegst du nicht ran. Ne? Ich denke mal, später wird es eventuell so sein, das kann ich mir zumindest vorstellen, dass es an den Cargo-Decks, ja. Dass wir da sowieso eventuell dann auch Cargo abholen können, so oder so. Also es ist in dem Hangar vielleicht und dort. Ja. Und dass wir dort vom EVA aus, also vom Weltraum aus, zugänglich einen Frachtelevator haben. Ja. Wo wir dann direkt rausziehen können und dann ja. Die halbe laden. So vermutlich wird es gelöst. Es macht auch meiner Meinung nach Sinn. Ja. Ja. Und dann kommt der MPUV-Tractor zum Beispiel ins Spiel. Yes. Aber ich denke mal, das ist natürlich eine Halbzebeladen, ist schon hart, ne? Ja, absolut. Also da bist du schon mit dabei. Ja, kannst natürlich größere SCU-Kisten nehmen, ne? Kannst dann die 32er nehmen. Ne, dann hast du natürlich jetzt bei 103 SCU, ne, hast du ja, 3 Stück für, 3 32er. Oder nee, 4. Nee, 3. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Du hast mir gerade gemault bei mir. Aber sowas von. Ja, ja, ich bin auch gestolpert. Oh Mann. Ja, wir werden es sehen. Also, ich bin begeistert. Oder was heißt begeistert? Aber ich bin wirklich, wirklich, weil ich weiß, dass du. In späteren Missionen kriegst du mehrere tausend SCU, die du. Ich meine, wir sind ja jetzt gerade noch Junior, ja? Und das ist ja Medium. Wenn es irgendwann ja, mal auf groß geht, auf High, dann hast du ganz andere SCU-Zahlen. Und dann kann mir das Spiel nicht erklären oder nicht erzählen, dass es nicht Sinn macht, in die HLC oder mit der HLC zu befördern, ne? Mhm. Und dann muss es ja auch die Möglichkeit geben, das anders abzugeben, ne? So, jetzt ist allerdings das Problem. Ja. Oder warte mal, nee, wir müssen an den Dockingport, glaube ich. Warum? Warum? Nein. Doch, oder? Nein, eigentlich nicht. Weil, ja doch, weil wenn wir jetzt normal liefern, ja, eine normale Ware liefern, dann ist es ja normal. Dann lagerst du das Schiff ein oder fließt du an den Dockingport und sagst, mach mal automatisch beladen, dann dauert es ein bisschen. So, ja. Ne? Aber wie ist das mit der Hauling-Mission? Du hast ja nicht die Möglichkeit. Also wie würdest du denn jetzt vorgehen? Also ich hätte jetzt hier geguckt, ob ich zum Beispiel auswählen kann meine HLC. Kannst du deine HLC auswählen? Die kann ich auswählen, ja. Aber du kommst ja hier nicht an deine Hauling-Geschichten. Genau. Das war jetzt, das ist ja das, was wir testen wollten.
ob es jetzt hier die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, pass auf, diese 103 SCU von Quarz, gib sie mir mal, ne, an das Schiff. Die sind nicht hier. Die sind zum Beispiel nicht hier. Schade. Hier steht aber, Attention, Vehicle must be brought to Cargo Deck to complete this transaction. Aber das ist, glaube ich, immer so, ne? Genau, das ist immer so. Genau. Ja, crazy, ey. Wie macht man das jetzt? Und über Local Market Value irgendwie? Oben, weil du hast ja Demand, dann hast du In-Demand und oben Sellable Cargo. Also gibt ja verschiedene Sachen. Ja, nur da ist halt, das ist halt alles nur zum Selbstkaufen, ne? Okay. Cannot sell. Ah, warte mal, was wir versuchen können, das vielleicht doch über den Freight Elevator zu machen. Und dann? Dass man da das Schiff auswählen kann und dann sagt er, flieg mal zum Komm, wir versuchen es mal. Anders können wir es ja nicht machen. Ja, eine andere Möglichkeit wäre noch zum Cargo-Deck zu fliegen, ne? Ja, Freunde, ihr seht, ne? Ist nicht so einfach zu lösen. Wie gesagt, das ist auch jetzt kein hier, wir zeigen euch, wie es geht. Das ist jetzt gerade selbst rausfinden. Aber es ist ja auch immer schön, mal etwas rauszufinden aus der Sicht eines jemanden, der sich einfach nicht auskennt, ne? Wie ist es logisch, diese Mission mit der HLC jetzt abzuschließen? Vielleicht geht's auch gar nicht, ne? Vielleicht gehen diese Hauling-Missionen auch noch gar nicht mit der HLC, ne? Kann sein. So, das heißt also, wir fliegen jetzt erstmal an eine Dockingstation. An eine Dockingstation, genau. Hätte er uns dann gleich ranpacken können. Na, und genau. Und dann guckst du über den Frachtelevator jetzt erstmal. Aber du wirst wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, trotzdem nicht. Genau. So, wo waren wir denn eigentlich? Weißt du das noch? In deinem Ladeschanger, ne? Mhm. So, gucken, ob der angezeigt wird. Nein, hier ist er nicht. Guck mal, warte mal. Nö, auch nicht. Okay, gehen wir mal hier rein. Ja, ja, war in der zweiten, ne? Spannend. Mach auf jetzt hier. Ich weiß, dass ich gelesen habe. Also nicht, ich weiß, dass ich gelesen habe, sondern ich habe gelesen, auch nicht. Nee, dann vielleicht hier. Okay. Ist das Schiff denn noch zu sehen? Siehst du es noch? Ja. Ja, okay. Ich weiß, ich hatte gelesen, dass ich, dass das wieder klappen soll mit dem Dockingport, mit den Dockingarmen, ne? Dass es da ausfährt. Mal gucken. Sie haben in den letzten Tagen sowieso relativ viel gemacht an der HLC. Ja, und ich meine auch gelesen zu haben, dass diese Hauling-Missionen mit der HLC gehen. Aber ich habe nicht ganz verstanden, wie. Ja, ja. Ne, vielleicht habe ich auch einfach ein Not überlesen. Ja, also halt das nicht. Einzige, was ich gesehen habe, ist ein Reddit-Bild. Da schwebt eine HLC über einen Außenposten, weil die kann ja schweben, ja, so. Über einen Außenposten und die machen das von dem Frachtelevator, klatschen die das an die Arme ran. Weißt du, was ich meine? Also von hier aus dem Dings raus. Nee, zum Beispiel, nee, auf einem Planeten oder auf einem Mond. Ja gut, so kannst du es natürlich auch machen, ne? Wir können dann natürlich jetzt auch hier hochholen. So, und dann mit der HAL abheben, ausfahren. Ja. Und das dann im Schweben machen. Aber das ist zu klein hier. Meinst du? Das ist hier doch, nein, na klar, 100%. Das ist ja kein Extra-Large, ne? Ja, aber auch im Extra-Large-Hangar würde das meiner Meinung nach nicht funktionieren. Meinst du nicht? Weiß nicht, wir könnten höchstens mal probieren, dass wir mit dem Ding mal runterfliegen. Oder ich fliege mal runter in meinen Hangar. Er wird ja dann mein Hangar angezeigt. Ich habe ja einen extra Large Hangar. Ja. Und dann mal gucken, ob man das in ausgefahrenen Zustand da schweben lassen kann. Wie, du hast hier einen extra Large Hangar? Na, unten. Auf Lorbit. Ja, unten habe ich auch einen. Wir können es hier einfach mal probieren. Wir probieren das einfach mal. Ja? Wir fahren mal aus. Okay. Ja, ja. So, dann bleib du mal unten. Weil einer muss ja unten bleiben zu beladen. Ja, ja, das ist richtig. So. Ja, das ist doch überschaubar, oder? Ja. Weißt du nicht, dass das reicht? Ah, könnte knapp sein, ne? Ja, ja. Ah, ich glaube, das könnte doch, das könnte hinhauen. Das heißt, ich mache mir wegen der Höhe manchmal ein bisschen Sorgen. Naja, du darfst halt nicht vergessen, die fährt halt auf beiden Seiten, auf allen vier Seiten aus, sozusagen, ne? Ja. Ja, ja, das stimmt schon. Nochmal eine andere Frage. Wo ist denn eigentlich der Eingang, wenn man nicht auf den Dockingport kommt? Vorne?
Vorne, vorne, das ist ein da, da, wo du jetzt bist, ist ein Fahrstuhl. Ah ja, 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 ja. Ach ja, ja, na klar. Stimmt, ist ja direkt über der Schleuse, ne? Yes. Stimmt. So selten benutzt das Ding. Ich erinnere mich immer noch an unseren Stream, wo wir, was haben wir, Diagnostic Roots oder Diagnos Roots gekauft haben. Und dann nicht mehr losgeworden sind. Wenn wir einmal quer durch Stanton geflogen sind, damit wir überhaupt noch was loswerden. Naja. So, aber, also wir probieren das jetzt, ja, wenn ihr eine andere Möglichkeit mit der HLC kennt, ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn wir es jetzt nicht rausfinden noch. Aber so würden wir das jetzt erstmal probieren. So, also. Erstmal anschmeißen die Mühle. Ich sagte, anschmeißen die Mühle. So. Benot? Zur Not, nee, das funktioniert, das klappt hinten und vorne nicht, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Zur Not. Wir können ja den Händler schon mal aufmachen, oder? Der kann ja auch, genau, kann der und aufsagen. Dann ziehst du davor und dann packe ich dir das daran. Ach so, stimmt, der geht, oh, ah, der geht da. Da, ich probiere das mal. Ich mache das jetzt mal. Okay. Ja, gut. So, ich mache jetzt erstmal das Ding ein. Bring dich in Sicherheit. Ja, ich so. Nicht in Sicherheit. Ich finde das geil, dass er das macht. Jetzt fahren wir das mal aus, das Teil hier. Genau. Mach den mal lang. Ich mache ihn lang. Ich glaube, das reicht. So, erstmal hinten. Du kannst mal hinten gucken. Du, alle, hinten ist alles gut. Ist alles gut, ne? Gut. Ja, klar. Wir können auch sogar noch ein bisschen nach vorne. Ja, hier, guck mal. Ey, da, ich werd verrückt. Das ist easy, Alter. Da kannst du locker beladen, das Ding. Easy going. So meine muss das sein. Güte. Hau ran den Kram da. Den Lümmel. Alles klar, mach ich. So, Alter. Problem ist jetzt nur, wie kommst du an Bord? Hast du denn eine Leiter dabei? Nein. Ich ziehe mich mit dem Traktorstrahl ran. Nein, Quatsch. Ich weiß wie machen wir das? Wie machen wir das? Lass überlegen, wie machen wir das? Weiß ich nicht. Ich glaube, obwohl, nee, das kannst du hier nicht, weil das nicht dein Hangar ist, ne? Aber theoretisch wäre jetzt noch ein Schiff rumstehen, dann könntest du hochfliegen. Aber das Ding hat ja auch keinen Hangar, ne? Du kannst ja kein. Was du machen könntest? Ja. Du könntest dir einen Stuhl kaufen. Ja, und den genau. Als Pad packen und mitfliegen. Dann mach ich das. Mach das. So, aber so klappt das doch. Das ist doch gut. Ne? Und da seht ihr okay, mal wieder. Sie haben das wirklich langsamer gemacht. Das große Ding, ne? Das große Tool. Ja. Ja. Ne? Aber da seht ihr mal wieder, warum es wichtig ist, dass solche großen Schiffe im Multicrew-Bereich geflogen werden. Das geht alleine gar nicht. Ne? Ist aber auch nur eine Zwischenlösung. Ne? Also das, was wir jetzt hier machen, das kann man jetzt so machen. Ja? Aber im Endeffekt wird das Ding natürlich an den Cargo-Decks beladen, logischerweise. Und dann kann ich mir vorstellen, wie gesagt, man dockt da an oder hovert daneben, geht ins EVA, macht dort von außen den Frachtaufzug auf und belädt dann direkt da raus im EVA. Ja. Ne? Ist theoretisch, glaube ich, wäre das sogar schon drinne. Also wir haben da alles für, um das reinzubringen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar mit der 4.0 kommt. Aber, keine Ahnung. Also, ne? Ich sag mal so, was haben wir ja schon oftmals gesagt. Ne? Wir haben ja auch schon in den vorigen Patches gesagt, dass es eigentlich doch leichtes wäre, zu sagen, okay, man kann über das Cargo Center kann man das nochmal ganz anders, ich sag jetzt mal, sich die Mission holen, ne? Weil das ist ja dasselbe über dem Mobiglas zum Beispiel, ne? Dass man sagt, irgendwie, weiß ich nicht, man schafft das irgendwie zu sagen, okay, pass auf, ich möchte jetzt gerne das und das daran geladen haben. Mhm. Ne? Ist doch eigentlich kein Problem. Das kannst du doch im Mobiglas alles machen. Ja, warum musst du denn immer aussteigen und ins Cargo Center gehen? So. Das war die Idee, dass wir das alles über ein UI im Mobiglas machen können. Ja, so, ja, aber da sind wir natürlich auch wieder bei der Abkürzung, ne? Für die Leute, die sagen, wieder einen Schritt zu gespart.
Ich meine, ich will ja auch ein bisschen Cargo hin und her schieben. Und ich würde es letztendlich als Lösung gut finden, ist aber wieder nur meine persönliche Meinung, wenn man zu den Cargo-Centern fliegt und alles über die Cargo-Center macht. Ne, direkt bei den Cargo-Centern andockt, direkt zu den Cargo-Centern rein und dort dann am Monitor das Ganze abgibt. Ja. Ne, würde ich okay finden an der Stelle. Ja, aber so habe ich das tatsächlich auch nicht gemeint, sondern tatsächlich hatte ich es so gemeint, dass ich sage, dass man über das Mobiglas sagt, pass mal auf, ich möchte das nicht hier in eine Freight Elevator haben, sondern ich möchte das bitte im Cargo Center angeliefert bekommen. Dass ich dann im Cargo Center mit meiner HLC, wie du gerade sagtest, andocke und dann das da mache. Ich glaube, ne? Das würde ja theoretisch jetzt schon gehen, indem du nicht hier eine Landeerlaubnis erbittest, sondern am Cargo Center. Und je nachdem, wo du die Landeerlaubnis erbittest, gibst du es halt ab. Ne, Hauptsache, es wird abgegeben, letztendlich. Ja, genau. Außer es ist vielleicht eine Bestellung, die aber auch nur beim Cargo Center abgegeben werden soll, weil das über einen bestimmten Lieferanten dann am Cargo Center passiert. Ne? Keine Ahnung. Vielleicht sind ja solche Missionen später auch nur noch übers Cargo Center möglich. Und diese Frachtaufzüge sind dann letztendlich für andere Sachen da. Für private, persönliche Dinge, wie keine Ahnung, Fahrzeuge sollen ja auch über diese Frachtelevator kommen. Oder Waffen für die Schiffe, Quantum Drives, sowas halt. Ne? Dass das dann über diese Elevator geht. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Man weiß es nicht, man wird es sehen. Man wird es alles sehen, genau. Also das ist schon das ist schon krass hier mit den Tractor-Strahlen, ne? Das verlangsamt das Gameplay sehr, muss ich sagen. Das ist schon krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kannst aber auch den Kleinen nehmen, ne? Oder ist der Kleine auch langsam? Der ist genauso langsam. Und der geht auch nicht mehr so weit, ne, der Kleine. Richtig. Also du hast richtig das Gefühl dieser Trägheit, ne, dieser großen Kisten, was ich ja auch gut finde, ne? Ja, ich finde das auch apropos Trägheit, ne? Am Wochenende hatten wir im Stream tatsächlich eine Caterpillar und haben damit so ein bisschen Hauling-Mission gemacht. Und die fliegt sich jetzt auch extrem träge, ne? Also da merkst du es jetzt auch, das ist mit dem neuen Patch so. Auch da ist wieder richtig, das merkst du halt richtig, ne? So. Komm runter jetzt da. Runter. Oh, snap doch irgendwo ran, ist so eine Latte. Da mache ich doch, aber das ist Desyncs. Du hast halt. Ich habe gerade ein bisschen Desync-Probleme. Wie viele Kisten hast du noch? 3. Ah ja. Ich bin gleich fertig. Ist aber okay, ne? Finde ich. Erstmal so für. Wenn man jetzt bedenkt, das Doppelte, da sind jetzt noch 2 andere, die noch mithelfen. Oh, ich drehe mich, ne? Nö. Doch jetzt. Jetzt, ne? Die noch mithelfen, das finde ich, es ist echt okay. Oh nein! Abgefallen! Warum? Oh Gott. Klipp mal wieder unten auch nochmal dran. Stimmt. Oh, jetzt hast du das in die Mitte geklippt. Ja, ich weiß. Das meine ich mit Desyncs. Du hast gerade, ich kann das nicht so ganz genau. Alter, merkst du das? Guck mal, wie langsam das fliegt. Wäre ganz geil, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Schiff rauskommen würde, ne? Mit so einem riesen Fahrstuhl. Einmal nach unten fahren. Der fährt einfach immer so lange nach unten, bis man auf dem Boden ist. Da könntest du mit dem Fahrstuhl runterfahren. Das ist der Fahrstuhl aus Per Anhalter durch die Galaxis. Schon wieder. Das ist dann da jetzt schon wieder. Klipp da links ran, dann musst du nicht so weit hoch. Dann musst du nur Platz lassen für deinen Sitz. Ja, ich weiß. So, gut Leute, ich würde sagen, um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen, wir machen hier einen kleinen Cut, ja, und werden euch dann gleich zurückholen, wenn der Chris tatsächlich alles verladen hat, er seinen Sitz geholt hat und wir losfliegen, Freunde, also bis gleich. Aber es ist schon mal cool, dass das hier funktioniert, finde ich, so. Ja, finde ich auch. Und wenn ihr, wie gesagt, einen anderen Weg kennt, ne, über die Cargo Decks, dann schreibt es in die Kommentare. Mit der HAL A, ich komme überhaupt nicht zum Cut, mit der HAL A könnt ihr das übrigens auch so machen, ne? Weil die kann ja landen, da könnt ihr das auch im gelandeten Zustand ausfahren, die hat ja unten, nach unten hin keine Magnetpads, ne? Da geht das alles, aber ab der HAL C geht das halt eben nicht mehr. Ich glaube, mit der HAL B würde das auch noch gehen. HAL B geht noch, ja. HAL B hat oben und unten quasi. Genau, die hat oben und unten die HAL B. Och Gott. Das ist unfassbar.
Genau, die hat oben und an den Seiten die die Ausleger. Genau. So Leute, jetzt aber KitKat. Bis gleich. Jo. So Freunde, wir sind zurück und der Chris hat alles abgeklappert. Es gibt hier aber nicht einen Stuhl zu kaufen auf dieser Drecksstation. So, deswegen werde ich ihn jetzt an einem Pad abholen und wir werden jetzt erstmal eine Landeerlaubnis erbitten. Hoffentlich kriege ich eine. Und dass wir dann hier auch gesund und munter rauskommen aus dem Teil. Aber ich glaube ja. So. Ist aber natürlich, ne, man sieht, da geht noch ein bisschen mehr ran an das Ding. Ne? Aber wir sind hier auch noch nicht bei 32 SCU-Containern. Ich glaube, das sind 8 SCU-Container, die der Chris da drauf geladen hat. Ne, und da geht natürlich noch mehr. Aber nichtsdestotrotz ist das schon, und wir sind hier bei der Hall C, ja, nicht bei der Hall E, das ist dann nochmal mehr. Ne, also da kommt noch einiges auf uns zu, Leute. Das ist sicher. So, ich hoffe. So, ich bin da. Okay. Ich muss erstmal gucken, ob ich hier sauber rauskomme, aber ich glaube ja. Müsste eigentlich hinhauen. Ja, sieht gut aus. Und der Eck nirgendwo an. Oh oh. Hä? Was war das denn? Hä? Jetzt hänge ich im Tor fest. Warum? Oh nein, geht's dir zu oder was? Nee, jetzt geht's wieder auf. Hä? Er hat mich eingeklemmt. Mein Arsch eingeklemmt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Warum? Ich glaube, er hat wahrscheinlich beim Rausfliegen, hat er mich schon wieder in einen anderen Hangar gepackt. So, warte, ich bin aber draußen. Ich bin draußen. Ich muss jetzt ihn nur noch retten. Das ist so ein bisschen jetzt hier an der Station lang kratzen Geschichte. Weißt du, Galaxy Quest Style-mäßig. So, ich hoffe, die ganze Cargo ist noch dran. Aber wir können ja submitten, Freunde, ne? Dann haben wir ja gelernt. So, jetzt holen wir. Wir vergessen das einfach mal, dass das jetzt passiert ist. Wir holen jetzt den Chris ab. Einmal links. Und da bin ich da links. Das Schiff ist wahrscheinlich einfach zu groß für diesen Hangar, wenn es ausgefahren ist. Und dann denkt er, ah, raus zu. Nee, aber dürfte natürlich auch nicht einfach passieren. So, da ist er. Bist du schon im EVA, oder? Nö, aber ich stehe hier noch auf dem Platz, vorne am Rand sozusagen. Na gut. Des Pets. Dann werde ich mal so seitlich cool ranstraven. Bist du auf der Seite hier? Ja. Geil. Genau, weiter, nach vorne noch. Nach vorne? Ah ja, stimmt, ja, doch. Klar, du bist Dieser Winkel immer, ne? Noch weiter. Noch weiter. Noch ein bisschen runter. So, das war's. Reicht. So. Oh, Vorsicht. Bist du im EVA? So. Nee, jetzt komme ich rüber. Okay. So, jetzt. Da bin ich. Ah, schon höher. Die Halle ist schon eine geile Serie. Also, wirklich. Ja. Da kommt der Ange. EV8, der Chris. So, und dann geht's ab nach Hör L3, glaube ich, war es, ne? Ich weiß gar nicht. Oder Hör 5? Hör L2. Faithful Dream Station. Sag, wenn du drin bist. Ich kann ja schon mal die Route planen. Ich bin drin. Hör L2, sagt er. Müsste er eigentlich auch irgendwie hier. Oh, das müsste. Ist ja hier direkt hier. Das ist ja noch nicht mal weit. Das ist ja hier direkt. Ja. Ohne Ecke. Da macht ja fast hier kein. Hätte man theoretisch auch ein kleineres Schiff nehmen können. Ja, da wäre perfekt, wäre jetzt eine Freelancer Max. Ja. Für so eine Aktion, ne? Ja. Oder eine Taurus oder was weiß der Teufel, ne? Ja, ja. So, hier. Faithful Dream Station. Jo, dann würde ich sagen, Gas, ne? Jo, let's go. Wollen wir. Ja, ich weiß nicht, also ich sehe irgendwie keine andere Möglichkeit, als das jetzt anders zu machen, als wieder einen Hangar zu rufen, da reinzufliegen und das wieder reverse so zurückzumachen. Ja. Oder? Siehst du dann. Nee, ne? Ja. Nee. You have unclaimed cargo hast du auch, ne? Sehe ich gerade auf dem Bildschirm. Ja, ja, das hab ich auch.
Das sehe ich sogar hier von hinter dir, dass es auf deinem Hut steht. Echt? Ja. Witzig. Was ist er denn? Oh, hier hinten auf dem Chefsessel. Ach, hinten auf dem Chefsessel bist du. Ja. In der Mitte da, oder? Ja. Ach, da, ja, stimmt. Der, ja. So, dann hat einer in die Kommentare geschrieben, dass diese ganzen Sachen, die man hier so anwählen kann, dass die auch schon in der 3.23.1 sichtbar sind. Mit F und so. Das, aber irgendwie kann ich da gar nicht dran erinnern, dass das so ist. So, ja. Also ich weiß davon nichts. Aber vielleicht, ja, vielleicht. Aber wer weiß, wer weiß. So, was ist jetzt hier? Ach so, haben wir hier das Problem in dem Schiff, dass du nicht sitzen darfst, wenn ich springen will? Oder was? Nee, das klappt. Das klappt. Will er das nicht machen? Nee, irgendwie will er das gerade nicht machen. Weißt du, wie wir gleich abladen? Wir laden gleich mit den Tractor-Beams ab, die hier on board sind. Hm. Ja. Steh mal bitte auf. Ja, warte. Ich stehe auf. Bin aufgestanden. Nee, irgendwie hat er ein Problem. Irgendwie hat er ein Problem mit der. Hat er die Route nach Facebream Station gewählt eigentlich? Er hat die noch, ja. Komisch. Aber irgendwie will er ihn nicht hier. Warte mal, ich mach mal nochmal. Ja, er will mich da nicht hinspringen lassen, ne? Doch, jetzt hat er es. Doch. So, wunderbar. Sehr schön sieht das aus. So, ja, und ihr seht das schon, ne? Das ist so eine HAL-C. Das ist halt was für große Frachtaufträge. Ne? Für große Hauling-Missionen, wo ihr mit 4 Leuten mindestens unterwegs seid und dann richtig geil das fette Ding komplett voll machen. Und vor allen Dingen, glaube ich, lohnt sich das auch erst, dieses Schiff, wenn ihr in verschiedenen, oh, jetzt darf ich mich nicht versprechen, da hat sich auch einer beschwert, nicht Galaxien, sondern Systemen. Systemen, Planetensystemen unterwegs seid, Sonnensystemen unterwegs seid, so, um genauer zu sein, ne? Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch in Star Citizen irgendwann eine andere Galaxie. Weiß man's? Who knows? So, hier müssen wir uns jetzt natürlich wieder eine Landeerlaubnis erbitten. Ich hoffe, jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil vielleicht gibt er uns jetzt ja auch einen Dockingport. Ich glaube ja. Meinst du? Ja. Oh nee, das war aber scheiße. Ja, definitiv. Aber ich glaube ja. Ach nee, nicht Gier. Nee, er sagt Landing Bay. Aha. So, aber er zeigt noch nichts. Er zeigt mir noch nichts. Oder? Wo sind die Dinger? Nee, müssen schon nach vorne sein irgendwo, glaube ich, ne? Ja. Liegen wir noch ein bisschen näher ran. Ja. Gut, Landing Gear Down macht gar keinen Sinn. Nee. So, soll ich noch mal fragen? Ja, mach mal. Nein, hallo. Oh, ja, Miss Dockingport. Was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Umladen. Ja, aber das ist so Mist. Das ist richtig Mist. Oder wir gucken mal, ob du das jetzt trotzdem abgeben kannst. Weißt du, ob du das sozusagen, ja, wie so eine Art verkaufen, weißt du, was ich meine? Das, was du dran hast. Ja, ja. Im Cargo Center. Ja. Weißt du, es kann ja sein, dass du das jetzt anwählen kannst. Ja, und dann sagt, okay, alles klar, so machen wir das. Okay. Oh, na schön. Gut. Ah, ich liebe die. Ah, Mann. Schönes Feierabend-Gameplay. Ja.
Was übrigens auch ganz cool wäre, wenn da oben auf diesen Landepads, da sind ja auch noch so Tore, ne? Wenn das auch noch so Frachtaufzüge wären. Weißt du, was ich meine? Das wäre geil. Das wäre geil, ja. So, ist das der Schnorchel hier? Sieht so aus. Ich glaube, ne? Ja. Ja. Also machen wir mal hier den. Den Straver. Sehe, was schwebt denn da so? Was schwebt denn da vor rum? Da schwebt doch irgendwas rum, oder nicht? Warte mal, ich glaube, das ist nur ein Abstandslicht, oder? Dann mach ich weiß mal. Es nicht. Oh. Okay. Oh? Nö, mir wird es nicht mehr angezeigt. An der Außenansicht ja? In der Außenansicht ja, aber drin nicht, ne? Ja, mir auch. Ja. Hier. Ja. Auch wer weiß, was das ist. Jo. So, wann er denn? Uiuiuiuiuiui. Was denn? Naja, bist schon schön nah dran, da. Ja. Ich muss ja auch. So. 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 So, und jetzt? So. Ich sagte. Mach das? Irgendwie nicht. So automatisch docken, meinst du, ne? Ja. Nee, irgendwie nicht. Roll mal ein ganz kleines bisschen. Und zwar, ja, so. Noch ein Stück. Also irgendwie bin ich hier aber auch noch, glaube ich, irgendwie ist der eine rote Boppel noch nicht mittig, aber ich weiß jetzt gar nicht. Oder sind wir falsch rum? Warte nein. mal. Nein. Nee, stimmt, wir sind richtig. Ja, richtig. Ja, aber da sind wir noch. So müssen wir noch ein bisschen. So müssen wir noch. So, aber ich mache noch mal. Nee, aber er macht keine Automatik, ne? Der Doffkopf. Okay. Ah, jetzt ist er umgesprungen. Ich mach nochmal. Umgesprungen auf was? Auf hier so dieses komische Dreieck hier. Dieses Viereck. Ich kann ja mal versuchen, ob wir es irgendwie so hinkriegen, aber ich glaube. Ja. Ich glaube eher nicht. Ja, das ist. Das geht nicht. Mach nochmal so, oder? Ne, aber automatisch will er nicht, ne? Hat da keinen Bock. Drück mal lange die N-Taste, vielleicht geht ja, hab ich schon. Achso, okay. Schon. Was mich wundert, eigentlich ist ja immer, wenn du dockst, sind vorne so Lichter, die sich immer drehen, weißt du? Mhm. Und das ist hier richtig, ja? Wir sind ja, hier auch ja, richtig ja, an dem ja, Docking Port. Okay, komisch. So, besser geht's auch schon fast gar nicht mehr, ey. Was macht er jetzt? Was macht er? Warte. Was macht er denn? Keine Ahnung. Er macht Dinge. Was tut er? Versuch mal wegzuboosten. Ja. Nee. Irgendwie? Doch, jetzt. Jetzt hat's geklappt. Okay. Oh Gott. Oder sind wir doch irgendwie falsch? Nee, wir sind nicht falsch rum. Nee, falsch rum sind wir nicht, aber ist vielleicht. Wie sieht denn der Dockingport daneben aus? Daneben? Also auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Da ist gar keiner. Da ist gar keiner? Nee, also zumindest hat er nicht ausgefahren. So, ich mach noch mal was anderes, weil ich habe nicht gerade Doppelklick N gemacht. Ich fahre mal ein bisschen weiter weg hier. Ich mach jetzt nochmal Doppelklick N. Ah, jetzt habe ich N gedrückt. Jetzt hat es funktioniert. Also länger N. Jetzt scheint das zu machen.
Ja, da war. Frag mich nicht. Vielleicht warst du auch zu nah dran. Ja, genau. Es war schon zu perfekt. Nee, das war. Du, das gibt's wirklich. In der Live-Version war das auch eine Zeit lang so. Wenn du zu nah dran warst, dann hat er das nicht gemacht. Okay. Ja, jetzt hat er angedockt ordentlich. Ja. Na gut. Das bin ich aber gespannt. Ich hab uns schon in die Luft fliegen sehen. Ja, ja, ich auch. Ist aber auch immer spannend, oder? Ja, ja. Star Citizen hat immer eine Überraschung parat für uns. Ja. So, wo bist du eigentlich? Ich bin gerade aus dem Sitz ausgestiegen und komme jetzt hinter dir her. Ah, okay. Ich hab dich gar nicht gesehen im Sitz. Nicht? Okay. Irgendwie nicht. Oder warst du in einem anderen Sitz jetzt? Also warst du nicht mehr auf dem... Ich war jetzt im anderen Sitz, ja. Ach so. Na gut, dann habe ich nicht drauf geachtet. Dann verbindest du dich mit deinem Outfit perfekt in der Hall. Ja, kannst du mal sehen. Ich habe halt extra das Arbeiter-Outfit an. Guck mal, er chillt ab hier. Arbeiten sollst du. Hier, Schrubber nehmen und arbeiten. Okay, die Dings sind hart. Übrigens, warte mal kurz. Du bist du schon bei mir im Aufzug? Nein, noch nicht. Mach nochmal auf. Ja, danke. Ah, scheiße, ich habe Lobby gedrückt. Scheiße, ich habe Lobby gemacht. Oh ja, kein Problem. Einfach aus Reflex. So, aber nichtsdestotrotz muss ich in die Lobby, ne? Ja, du musst in die Lobby, ja. So, und jetzt muss ich... Ins muss ich an die Itembanks? Nee, Itembanks ist Quatsch, nein, ne? Nee, ja gut, da ist ja sowieso dieses Quatschmenü hier. Genau, wir müssen jetzt in den Fahrstuhl und Richtung Admin Center. Na gut. So ist der eigentliche Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg, wenn du Cargo hast, Anna. So. Ist drin? Ja. So, also Gallery. Ne? Vielleicht gibt es ja auch ein neues Terminal im Cargo Center, aber da hätten wir von gehört. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Das hätte ich A, hätte ich das gehört und B, hätte ich das vorhin gesehen. So, dann gehen wir erstmal hier ran. Also, Halt C. Ja, ja, gut, er sagt hier, ne? Aber hier steht, the shop doesn't accept the container size. Aha. Das sagt er mir hier. Okay. Ist ja auch nett. Ja, was will uns der Künstler jetzt damit sagen? Ich weiß es nicht. Haben wir noch einen anderen Monitor? Vielleicht muss man hier den nehmen hier? Ja, auch Quatsch eigentlich. Hey there. So, nochmal. Halt C. So, hier. Puff. Vehicle must be brought to Cargo Deck to complete this transaction. Zu Cargo Deck. Oder müssen wir vielleicht beim Cargo Deck anfragen, ja, und dann entlädt er das? Das machen wir. Komm. Das ist eine geile Idee. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Weil wir bekriegen ja dafür kein Geld jetzt. Ja, also wir verkaufen das ja nicht, sondern wir haben eine Mission angenommen. Ja, ja, stimmt. Eben. Genau, wir funken jetzt das Cargo-Deck an, dann sagt er, komm, fliegen Sie mal hier hin und dann bin ich ja mal gespannt, ob er beim Ausladen, ob er das akzeptiert. So, oh, du wurdest gerade eingeklemmt zwischen den Türen bei mir. Okay, auch okay. Nicht schlecht. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ne? Wenn du jetzt hier kein Hangar kriegst. Also ja, 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 ja. Kein also, Röcki-Patch. Weißt du, welchen Dockingport wir waren? Achso, es müsste ja eigentlich... Wohl, steht das da? Nö. Steht nicht, ne? Aber es gibt ja nur zwei. Stimmt. Fahren wir... Wo fahren wir hin? Zwei. Ich glaube, es ist an zwei. Ja? Okay, dann fahren wir an zwei. Es ist hundertprozentig an eins. Nee, sieht gut aus. Meinst du? Ja. So wie ich das gerade sehen konnte, ja. Du bist ja schon vorgefahren. Nee, alles klar. Das ist komplett falsch. Komm rein. Komm schnell, schnell. Ja, drin. Ja, jetzt besser. So, aber man muss auch mal loben, ne? Die Dockingports funktionieren. Na, bis auf das Andocken da gerade. Das war ein bisschen komisch. Aber ansonsten, hier sind die Türen nicht zu. So, das funktioniert erstmal. Ne, und vielleicht geht das ja auch so dann mit dem Auftrag annehmen, dass man wirklich zum Cargo-Deck fliegt. Ja? Das müssen wir nochmal probieren. Daran habe ich, an diesen Schritt, habe ich gar nicht gedacht. Wirklich nicht.
Ja. Das wäre natürlich logischerweise, meiner Meinung nach, eigentlich die cleverere Konsequenz, dass dieses Anfunken des Cargo-Decks sozusagen der Frachtelevator ist, sozusagen. Ne? Also. Ja. Dass das erstmal so die Lösung ist für die Hull. Jo. Kann auch sein, dass ich das so gelesen habe. Aber sicher bin ich mir nicht. Kann auch sein, dass es jetzt einfach nur richtig vermutet ist. So, hier, um jetzt hier abzudocken, müssen wir einmal Starterlaubnis erbitten, glaube ich, ne? Jo, jo. Genau, Launch Sequence started. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir uns hier abschmeißen an dem Ding. Eigentlich gibt es da noch so eine gelbe Warnleuchte. Eigentlich. Aber wie du siehst, passiert nichts, ne? Geht das nicht. Gut, aber das müsste gleich klappen, weil die Türen sind zu. Sehe ich gerade. Da müsste gleich den Lachs einfahren. Na gut. Ja, kann natürlich auch sein, dass der Server ein bisschen rumhängt, ne? Sieh, welche Türen sind zu? Na, die vom. Ich bin in der Außenansicht und kann sehen, dass die. Dockingport-Türen zu sind. Ah, okay. Da hinten zum Eingang hin, oder? Nee, auch die zu unserem Schiff. Direkt. Ah, ja. Also die ist jetzt auch schon geschlossen, sodass niemand rein könnte. Okay, ich mach's nochmal. Versuch's mal nochmal. Sagt da was? Nee, weiß ich nicht. Nee, man kann auch gar nicht hier die Triebwerke anmachen in der Zeit, ne, wo du hier... Ist das so? Das ist natürlich schade, weil dann könntest du... Eigentlich kann man das schon machen. Theoretisch. Ja, also er hat sie bei mir nicht an. Ich kann sie auch, glaube ich, gerade nicht anmachen. Oh Gott, oh Gott. Wo war er? Kann ich. Ja, wollte gerade sagen. Fritz, ne? Kommt da? Oh ja, Freunde. Ja, Leute. Ob das klappt mit den Cargo-Decks, das ist ein Geheimnis für die nächste Episode. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Viel Spaß im BTU und beim Testen. Und vielen Dank, Chris. Tschüss. Tschüssi. Und weg.